Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Mein Name ist Pitt und das heutige Thema wird sehr interessant. Wie immer möchte ich mich zuerst bei euch allen bedanken. Wirklich, top Arbeit. Viele Fragen gestellt. Und zwar, womit sollte man anfangen bei der Einwanderung? Also es geht grundsätzlich um die Einwanderung nach Paraguay. Und da gebe ich euch ein paar wichtige Tipps. Okay, bleibt also dran. Also wie ich schon in den früheren Videos erwähnt habe, es gibt im Prinzip zwei Wege. Es gibt Einwanderungshelfer und man kann es die Sachen auch in Eigenregie erledigen, beziehungsweise auch bei anderen erledigen lassen oder durch andere. Viele fragen mich, bitte, machst du sowas? Ja, gut, ganz ehrlich gesagt, ich habe es gemacht. Aber zuerst ist nicht meine Lieblingsarbeit. Ja? Also die Behördengänge in Paraguay sind zwar nicht so anstrengend wie in Deutschland, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht meine Lieblingsarbeit. Aber kein Problem. Da ich und meine Frau hier schon 15 Jahre lang sind, haben wir natürlich unsere Kontakte, unser Team, mit dem wir natürlich zusammenarbeiten. Das heißt, zum Beispiel, ihr bleibt bei uns wohnen und habt im Prinzip, in Anführungszeichen, fast all inclusive. Das heißt, was wir gerne machen, ihr kommt ja zu uns und wir empfehlen euch natürlich unsere, in Anführungszeichen, unsere Leute, mit denen wir seit Jahren schon zusammenarbeiten und mit denen wir eine hervorragende Erfahrung gemacht haben. Das ist schon mal mit das Wichtigste. Also wir können euch den Einwanderungshelfer oder die Einwanderungshelfer unseres Vertrauens nennen, die natürlich nicht umsonst arbeiten, logischerweise. Aber wir können die Garantie geben, dass es alles zu 100% funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Einwanderungshelfer. Die zweite Geschichte ist, Mensch, wo kann man übernachten? Klar, genauso. Logisch, bei uns, wir haben zwei Zimmer, könnt ihr gerne übernachten, aber genauso geben wir euch gerne, falls ihr nicht nach Piribebuy kommen wollt, geben wir euch gerne hilfreiche Tipps, wo ihr gerne übernachten könnt. Angefangen über Pensionen zu den Hotels. Okay, da haben wir auch schon selber gute Erfahrungen mit gehabt. Das ist sehr, sehr wichtig. Dritte Sache, oder dritter Tipp ist, wie kann man sich in Paraguay überhaupt bewegen? Klar, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also Busse, ist billig, aber nicht, sage ich mal, sehr bequem. Die zweite Sache ist ein Mietwagen, was wir natürlich auch empfehlen können und kennen natürlich gute Autovermietungen, auch vertrauensvolle Leute, wo wir euch ein Auto gerne besorgen können, beziehungsweise ihr ruft ja auch selber an. Ja, also ist überhaupt kein Problem. Vierter Tipp, Auto kaufen. Wo kauft man es? Ja, heute war ich wieder bei Notarin. Heikle Sache. Also ganz kurz. Seit 2000 versuchen die Paraguayer, die Autos bzw. die Dokumente, die Autodokumente zu regeln. Und was glaubt ihr? Bis heute. Kaum etwas geschafft. Es ist zwar nicht so extrem, als noch vor 15 Jahren, als wir hierher kamen. Aber trotzdem, heikle Sache. Also auch aufpassen. Und da können wir euch auch gerne die Tipps geben. Wo kauft ihr Autos, okay? So und zum Schluss mit das Wichtigste. Immer wieder, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Die heikle Sache mit den Immobilien. Also, die Paraguayer versuchen auch, die Immobiliensituation zu klären. Es geht wiederum um
die Dokumente, ja, also um die Immobilien, um die Grundstücksdokumente und so fort und so weiter. Und das ist wirklich heikle Sache. Und da mache ich absolut keine Abstriche. Ja, das heißt also, entweder stehe ich euch zur Seite, natürlich nicht nur mit eigenen Grundstücken, wo ich 100% davon überzeugt bin und kann euch auch garantieren, dass ihr keine Probleme da habt mit den Dokumenten, als auch natürlich mit anderen Grundstücken, wo ich es gerne als Vermittler auftrete. Und das ist also wirklich heikle Sache. Also lieber Geld investieren und sagen, gut, ich investiere in eine sichere Immobilie. Als wenn ich etwas Billigeres ohne Dokumente, ohne Eigentumsnachweis erwerbe. Ha! Eigentlich nicht. Ihr kauft Sachen, die dem anderen bzw. euch nachher gar nicht mal gehören. Und das ist ja das Schlimmste. Also Leute, passt wirklich auf. Ich arbeite auch nicht umsonst. Aber das Geld ist top investiert. Also in diesem Sinne, falls ihr Fragen habt, grundsätzlich zu Einwanderung, zu Immobilien, zu Autos, zu diesen aktuellen Themen, die ich in diesem Video besprochen habe, bitte, 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 meistens nur in den Kommentaren. Ihr könnt euch gerne natürlich anrufen, anschreiben, aber glaubt mir wirklich, so viel Zeit haben wir nicht, um euch vielen gute Ratschläge zu geben. Deshalb machen wir diesen YouTube-Kanal und brauchen natürlich eure Unterstützung, eure Hilfe. Okay? Also, Likes nach oben. Gerne Kommentare, Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gehabt habt, um keine Videos zu verpassen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao, aus dem schönen Paraguay. Topwetter, Frühling beginnt am 21. September, okay, bis dann.